Hallo, willkommen zu einem neuen Screencast. Welche Schritte notwendig sind, um ein Verzeichnis von einem fernen Rechner oder schlicht anderem PC ins eigene Dateisystem mit SSHFS einzubinden, möchte ich jetzt zeigen. SSHFS ist die Abkürzung für Secure Shell File System und bringt den Vorteil, dass die Daten, die im Netzwerk spazieren gehen, verschlüsselt sind. Grob gesagt, Voraussetzung ist ein erreichbarer ferner PC, Benutzername und Passwort vom fernen PC und ein SSH-Server mit SFTP-Subsystem auf dem fernen Rechner. Los geht's mit der Vorbereitung. Ich öffne ein Terminal, klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, klicke auf Terminal, verschaffe mir Adminrechte, gebe ein SU, Enter, gebe mein Admin-Passwort ein, Enter. Und erster Schritt, ich installiere das Paket fuse-sshfs mit dem Kommando yum, Leerzeichen install, Leerzeichen fuse-sshfs, Enter. Das geht auch wie üblich mit dem Programm Piroot. Jetzt wird das Paket heruntergeladen und installiert. Ja, ich möchte. Zweiter Schritt, ich füge meinen Benutzer zur Benutzergruppe FUSE hinzu. Der Befehl dazu wäre G. Passwd, Leerzeichen minus a, Leerzeichen, jetzt kommt der Benutzername, das wäre hier Paul, dann Leerzeichen und dann die Benutzergruppe fuse, Enter. Das war's. Jetzt gebe ich meine Admin-Rechte wieder ab mit Exit, Enter und melde mich neu an. Dazu klicke ich auf System und klicke auf Benutzer abmelden. Gebe dann meinen Benutzernamen und mein Passwort neu ein. Sobald die Neuanmeldung abgeschlossen ist, kann ich jetzt mein Verzeichnis vom fernen PC in mein eigenes Dateisystem einbinden. Ich klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, klicke auf Terminal, erstelle vorerst ein neues Verzeichnis, mein zukünftiger Mountpunkt mit mkdir. Leerzeichen. Jetzt gebe ich den Namen des neuen Verzeichnisses an. Hier als Beispiel mal SSHFS. Enter. Schon gibt es ein neues Verzeichnis. Und tippe ein zum Mounten SSHFS. Leerzeichen. Jetzt den Benutzernamen vom fernen PC. Das wäre hier mal als Beispiel Paula. Add dann die Adresse vom fernen PC, hier mal die IP-Adresse. Doppelpunkt, jetzt könnte ich noch einen speziellen Pfad angeben. So wird es also das Home-Verzeichnis von der Benutzerin Paula. Leerzeichen und jetzt kommt der Pfad, wo ich dann das Verzeichnis vom fernen PC einbinde. SSH. FS, Enter. Gebe jetzt noch das Passwort von der Benutzerin Paula ein. Und fertig. Schon ist das Home-Verzeichnis von der Benutzerin Paula vom fernen PC in das Verzeichnis SSHFS von meinem Benutzer eingebunden. Zum Trennen der Verbindung erwartet das System den Befehl fuse-mount, Leerzeichen minus u und jetzt gebe ich noch den Pfad an ssh-fs, Enter. Gut, das war's für heute. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.